Heute möchte ich aus der Autobiografie, dem Leben und der Freiheit von Miguel Dorje, daraus den 29. und den 30. Vers vorstellen. In dem Kommentar von Sanjay Palto zu der Bedeutung der guten Taten genannten Autobiografie von Miguel Dorje gibt es eine Gliederung in dem Drehbuch-Manuskript, dem in diese drei Hauptteile gegliedert erscheint. Und es ist die Aufteilung in die Entwicklung dafür im Sinne der Leute mit geringeren Fähigkeiten, der mittleren und der großartigen Fähigkeiten. Und da sind wir bei dem dritten, nämlich der großartigen Fähigkeit. Und darin wieder ist es die zunächst einmal die das Bodhicitta Herzensmut entstehen kann, zweitens sich in der zwei Arten von Bodhicitta zu schulen und drittens wie er die verschiedenen Arten von Vorsätzen in zwei Arten von Bodhicitta hat einhalten können, sich schulen können, und darin wieder sind es in sieben Unterpunkte, welche erstens die sechs Arten von Paramita ans Ziel gelangt zu sein wiedergeben. Und zweitens ist es dann, wie er seinen eigenen Lebensstrom bereinigt hat, und drittens, wie er sich in den verschiedenen Arten der Bodhisattvas geübt hat, und viertens, wie er damit in Zeit und Ort im Einklang war. Und jetzt sind wir in diesem vierten Abschnitt, dem Zeit und Ort in Einklang zu sein, angelangt. Hier in Einklang mit Ort und Zeit zu sein, hat den Grundvers: In Zeiten des Verfalls zählt Buddhas Lehre Bewahrer wenige, und selbst für wen sie waren, sind jene nicht so recht auf Spur der Lehre. Mit Blick darauf habe ich noch mehr mich selbst bezähmt. Auch dies dünkt mir als meine eigene gute Tat vollbracht. Dies ist unter den sieben Arten, wie er sich in den Vorsätzen der Bodhisattvas geübt hat, darin unter den sieben der vierte Punkt. Und unter den 33 guten Taten genannten Versen ist es der 29. Vers. In diesem Wohlgetanen, dem 29., gibt es die Erklärung von Miguel Dorje selber, wie er als Anleitung versteht, in diese Leben- und Freiheitsautobiografie eigenen Erleben einzudringen. Und darin schreibt er, und diese sogenannte Anleitung ist gedacht als etwas, was Miguel Dorje selber mit eigener Hand verfasst hat als Kommentar. Es ist als eine Art Anraten zu verstehen für jene, die in Miguel Dorje selber ihn als Lehrer ansehen, ihn als Vorbild nehmen, wünschen, in seiner Art und Weise zu lernen und sich zu schulen. Für diese hat er solche Anleitung verfasst, dass wenn ihr so und so euch verhaltet und übt und schult, dann könnt ihr in diese Art des Lebens und der Freiheit eintreten. Das nennt man, dass die Lebensgeschichte selber als ein Herzensrat fungiert. Und was ist darin enthalten? Hier die Erklärung sagt, es gibt grundsätzlich dann, wenn man die Lehre des Buddha betrachtet, solche, die nicht der Lehre des Buddha folgen, nicht darin eingetreten sind, grundsätzlich davon ganz entfernt sind. Und dann gibt es wieder solche, von denen man sagt, dass sie in den großartigen Wegen des Mahayana nicht eingetreten sind, dort nicht folgen. Und unter jenen wiederum, und wohlgemerkt, wenn wir davon sprechen, dass sie nicht im Sinne von Dharma sich üben und da nicht eingetreten sind auf diesen Pfad, dann ist das so, dass das von außen so erscheint, was wirklich in ihnen vorgeht, und ob sie wirklich Dharma üben oder nicht üben, das vermögen wir nicht zu sagen, liegt außerhalb unseres Erfahrungsfeldes, aber das mal jetzt hier als bloßen Anschein vorausgesetzt. Also von außen solche, die so wirken, als ob sie nicht der Lehre des Buddha folgen, und auch nicht so aussehen, als ob sie der Lehre des Mahayana, des großen Weges, folgen. Also unter jenen dann aber dennoch dann in den grenzenlosen Art und Weisen der Wege des Mahayana damals sich tatsächlich zu üben wissen, das ist durchaus möglich, dass es solche einzelnen Individuen geben mag. Das aber liegt außerhalb unseres Beurteilungsvermögens. Für uns gewöhnliche Lebewesen ist es schwer zu beurteilen, ob da jemand, der nach außen so erscheint, als ob er nicht der Lehre des Buddha folgt und auch nicht der Lehre des Mahayana, des großartigen Dharma, aber im Kern und im tiefsten Inneren genau all das anwendet, was echt die Meinung, die Übung des Dharma ist oder auch die Essenz von dem, was der großartigen Weg, der Mahayana bedeutet, zu üben weiß. Das ist durchaus möglich, dass es solche Individuen gibt. Aber das ist für uns gewöhnliche Wesen außerordentlich schwierig zu beurteilen. Was also ist damit gemeint, wenn man sagt, jemand ist ein Bewahrer der Lehre des Buddha?
Wobei es allein schon schwierig ist, darüber zu sprechen, was heißt, Lehre zu bewahren oder nicht Lehre bewahren. Darüber gibt es schon alleine viel Dispute, dass es schwer zu entscheiden ist. Wie also sollten wir jemanden dann erkennen, dem wir als Bewahrer der Lehre des Buddhas ansehen könnten? Dann ist es also nötig, dass es in einer Art und Weise zu beurteilen ist, die unserem Auffassungsfähigkeit entspricht, wo wir es selber mit beurteilen und sehen können, dass da jemand ist, der sich in Einklang mit der Lehre des Buddha oder des Mahayana Dharma bewegt, der allgemein anerkannt ist als jemand, der die Lehre des Buddhas bewahrt oder Mahayana Dharma übt, auf den man mit dem Finger zeigen könnte und sagen, hier, jener ist ein Bewahrer des Buddha Dharma. Und unter jenen aber gäbe es wieder zwei Arten zu unterscheiden, nämlich einmal jene, die tatsächlich Bewahrer der Lehre des Buddha sind, dass also so, wie sie sprechen, auch ihre Handlungen sind. Und dann wieder jene, die nur dem Anschein nach Bewahrer der Lehre sind, die also, wenn man da hinschaut, so aussehen, als ob sie sich im Sinne des Dharmas verhalten. Aber im Kern, und wie soll ich sagen, Buddha, Dharma, also befreiende Information, nicht in richtiger Weise in eigenes Erleben umsetzen. Also auch solche gibt es. Und wenn wir nun beide betrachten, also jene, die echte Dharma-Bewahrer sind und solche, die nur dem Scheine nach den Dharma-Bewahrer sind, und beide sind Mitglieder der Sangha, der Gemeinschaft, und doch müssten wir beide jetzt wohl als Dharma-Bewahrer rechnen. Beide werden gleichermaßen die drei Arten von Buddha, Jana, die Fahrzeuge und Sutra und Tantra bewahren, so davon sprechen. Und weil sie beide sich in den Wegen des Dharma geschult haben, muss man auch beide als unter Dharma-Bewahrer rechnen. Man muss also beide Arten gewissermaßen als die Grundlage des Dharma, nämlich, wie es heißt, Sangha ist die Grundlage, der Nährgrund für Dharma, beide darunter rechnen. So sind also natürlich die echten Bewahrer des Dharma ganz klar, aber auch jene, die nur dem Scheine nach Dharma-Bewahrer sind, auch von großer Wichtigkeit in einem gewissen Sinne. Auch wenn sie nicht im eigentlichen Sinne im echten Dharma in eigenes Erfahren und Erleben umzusetzen wissen, weil sie aber allein den Anschein von Dharma oder den äußeren Anteil davon gewissermaßen vertreten können, werden sie auch in einer gewissen Hinsicht von großer Wichtigkeit sein. Natürlich sind sie in einer gewissen Hinsicht eine Plage, aber in einer anderen Hinsicht auch gerade nur eben deswegen auch von Wichtigkeit. Und unter nun all jenen, die wir als Dharma-Bewahrer rechnen, dann werden wir sehen, dass sie von Zeiten eben in ihrer Sicht der Welt und auch in ihrer Verhaltensweise sich unterscheiden. Um ein Beispiel zu geben, wenn es also darum geht, jetzt ein Mantrayana, verborgenen Mantrayana in richtiger Weise auszuführen, dass da eine Art und Weise gelehrt wird, wie man Vajra und Glocke vor sich hinstellen soll. Also zum Beispiel, dass man im verborgenen Mantrayana der neueren Art dann in dieser Weise anordnet und im Sinne der alten Art, der Nyingma-Art, es in einer anderen Weise anzuordnen hat. Gibt es also verschiedene Art und Weisen, wie man die Glocke und Dorje hinzusetzen, aufzustellen hat. Und dann gibt es natürlich auch, wie wir wissen, in den verschiedenen Dharma-Lehrrichtungen und Stilen dann so eine Art von Hut, den sie aufsetzen. Und diese Hüte haben unterschiedliche Farben und unterschiedliche Formen. Es gibt also verschiedene Hüte. Und dann gibt es wieder im Sinne von Vinaya, wie die Art und Weise, wie die Gewänder zu legen und zu falten sind, unterschiedliche Arten, die also leicht verschiedene Traditionen, wie man seine Kleider bindet. Und über all diese Punkte gibt es dann so eine gewisse Auseinandersetzung der verschiedenen Geschickten und Gelehrten. Und wenn da offensichtlich so ein Unterschied ist und die Gelehrten darüber wettstreiten, dann
könnte man im Sinne der Lehre des Buddha sagen. Und ja, im Wesentlichen, im eigentlichen Kern sind sie vielleicht nicht verschieden, aber es ist offensichtlich, kann man diese Unterschiede doch beobachten. Und wenn dann die Gelehrten sich darüber auseinandersetzen, wenn man alleine darauf jetzt den Behauptung gründen wollte, dass da eine Grundverschiedenheit sei, dass dieses eine tatsächliche, echte Verschiedenheit bedeuten wollte, das wäre tatsächlich ein großer Fehler. Tatsächlich. Und wenn wir jetzt nur mal die Tradition in Tibet zugrunde legen, ist da im Kern kein Unterschied. Wenn man nur das, wo die Unterschiede sich einander reiben, wenn man nur das im Blick hat, dann müsste man selbst sagen, innerhalb der Kagyu-Tradition gibt es schon solche Unterschiede. Natürlich gibt es darin Unterschiede. Und kein Grund wäre aber deswegen alleine schon eine Grundverschiedenheit zu gründen. Und natürlich wird sich auch in den verschiedenen Lehrstilen und den Lehrrichtungen, Traditionen dann das eine oder andere als etwas verschiedenartig darstellen. Gewissermaßen bestimmte Eigenheiten oder Spezialitäten dort zu sehen sein. Und angesichts solcher Unterschiede bedeutet dies gerade für großartige Bodhisattvas, die mit tatsächlicher Kraft und Erkenntnis ausgestattet sind, dass sie in all jenen verschiedenartig erscheinenden Traditionen das Gute darin zu vermehren suchen. Sie unternehmen große Anstrengungen, Mühe, dass in all diesen Traditionen darin das Gute sich vermehrt und zur Reife kommt. Warum mühen sie sich in solcher großen Weise? Weil eben durch solche Verschiedenartigkeiten, wie zum Beispiel, dass da verschiedenartige Hüte getragen werden, schon alleine durch so etwas, zum Beispiel für Lebewesen unterschiedlicher Vorlieben und Auffassungsfähigkeiten, damit alleine schon ein Nutzen bewirkt werden kann. So gibt es zum Beispiel, das wissen wir doch, einige, die fühlen sich hingezogen zu den Nyingma-Hüten. Andere wiederum empfinden das, was die Kagyu-Tradition als Hüte benutzt, für besser geeignet und fühlen sich davon angezogen. Und nicht nur das, es gibt sogar einige tatsächlich, die innerhalb der Kagyu-Überlieferung, da wo verschiedene Hüte benutzt werden, dann auf einer bestimmten Art unbedingt darauf bestehen, dass es so und so sein muss. Und wenn das nicht geschieht, dass sich das ihnen richtig ein Unwohlsein, einen Schmerz bereitet. So etwas gibt es. Früher, als wir uns, fällt mir gerade jetzt ein, als wir zu allem Anfang anlässlich des Kagyu Menlam uns Gedanken gemacht haben darüber, wie der äußere Verhaltensweise zu sein habe, hatten wir in Kyoto ein Zusammentreffen. Und zu jenem Zeitpunkt war dort auch Jabje Vajradhara Tenge Rinpoche dort anwesend. Es war also ein Treffen, was zu dem Zeitpunkt stattfand, als Rinpoche dort in Kyoto zu Gast war. Und wir hatten dort ein Treffen von allen Vertretern der Kamtsang-Tradition. Und es war die Frage aufgekommen, was denn anlässlich des Kagyu Menlams für einen Hut zu tragen sei. Und bei dieser Gelegenheit, da war es meine Idee, dass man da einen solchen Secha, einen gelben Hut tragen müsste, weil es zur Zeit der früheren Karmapas, zur Zeit des 7. und 8. Karmapas anlässlich des Kagyu Menlam üblich war, solche gelben Hüte zu tragen. Und für diesen besonderen Hut war die früheste Quelle, die ich auftun konnte, ein Schriftstück des 4. Sharma Chöja Yeche. Bis dann am Ende jemand, der in dieser Art und Weise sehr bewandert war, eben dieses Zitat aufbrachte von Sharma, dem 4. Sharma, über die Beschreibung dieses Hutes, was eben zeigte, dass es früher schon in der Kagyu-Tradition eben genau diese Tradition gab, einen solchen gelben Hut zu tragen. Und dass die Geschichte, die damit verbunden war, zu tun hatte, genau damit, wie früher es galt, in Tibet die Tradition des Vinaya wiederzubeleben. Und dass mit diesem Wiederbeleben des Vinaya genau mit dieser Geschichte auch dieser gelbe Hut verbunden war. Was in mir die Idee hervorbrachte, dass es dann wohl doch besser sei, genau diesen
Hut zu benutzen, diesen gelben Hut, aufgrund all dieser Hinweise. Und nachdem ich mein solches Denken dort geäußert hatte, dann gab es solche, die nicht dann direkt auf meinen Hinweis hin, sondern erst abends dann einige Ältere dann zu mir kamen und sie mit der Bitte, mit der dringenden Bitte an mich herantraten, diesen gelben Hut doch bitte unbedingt nicht tragen zu müssen. Wohingegen wir doch in der Kamsang-Tradition so einen vielfarbigen Hut haben. Und den zu tragen, das wäre doch eigentlich das Richtige. Weil eben dieser vielfarbige Hut ein für uns markantes Zeichen, ein unterschiedliches sei und das zu tragen doch ganz wichtig wäre. Und bei der gelbe Hut, das sei doch keine gute Idee. Und es gibt ja auch Leute, die dann denken, nun ja, der gelbe Hut, das sieht so ein bisschen aus wie die gelben Hüte der Gelugpa-Lehrtradition. Ja, vom weiten Ansehen vielleicht, aber wenn man tatsächlich genau hinschaut und die Geschichte vergleicht, dann ist das nicht der Fall. Ja, aber dann so von der Redensart her ist das so üblich, dass man so darüber spricht. Und sie waren also ganz unfrohen Geistes und so sind da also am Abend dann einige Ältere so an mich herangetreten. Und wenn es nun darum schon geht, einen solchen hohen Hut zu tragen, dann bitte doch dann den buntfarben, den vielfarbigen Hut. Ungeachtet dessen, aber ich habe darauf bestanden, habe gesagt, nein, 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 dieser Hut muss getragen werden. Und ich habe versucht, die Gründe dafür darzulegen. Und wohlgemerkt, zu jener Zeit hatte ich noch nicht Gelegenheit, dieses Zitat, diese Quelle über das Schama, des vierten Schama, dort in der Beschreibung dieser Hüte, diese direkt zu sehen. Und später dann, als ich tatsächlich dieses Zitat zu sehen bekam, dann ist in mir dann doch die Zuversicht noch weiter gewachsen. Und ich habe dann gesagt, seht her, ich habe es euch doch gesagt hier. Und hier ist die Quelle, darin steht es doch. Das ist die Überlieferung des Guru. Und das alles nur sage ich jetzt hier, um zu zeigen, dass abhängig von der Farbe und der Form verschiedener Hüte ist je bei dem einen oder anderen zu Gefallen oder Missfallen und so weiter Frustration kommen kann. Und das alles zugrunde gelegt, wenn es uns also gelänge, im Hinblick auf alle diese Überlieferungslinien unparteiisch, gleichermaßen wohlwollend für alle zu sein, das wäre eine besondere Erfahrung. Das wäre eine Dharma-Handlung von ganz besonderer Art. Und darüber hinaus, wenn es gelänge, im Hinblick auf Sangha, Gemeinschaft, in allen 10 Richtungen des Raumes, etwas zu unternehmen, das für alle von Einklang und Förderlichkeit wäre im unparteiischen Sinne, dann wäre dieses solches Tun in seinem guten Wert noch überragender, als würde man dem Buddha selbst Geschenke darbringen. Und der Grund dafür ist, dass der Juwel, das Seltene und Kostbare der Sangha-Gemeinschaft, für das Schenken von überragendem Wert ist. Das heißt, wenn es darum gehen soll, Geschenke darzubringen oder Wertschätzung auszudrücken, dass das beste Ziel eines solchen Wertschätzens, der beste Bezugspunkt, genau jene sind, die man als Sangha, als Buddha, als Sangha-Juwel bezeichnet. Und warum von eben noch größerem Werte? Weil im Hinblick auf Sangha Geschenke und Wertschätzung darzubringen, bedeutet einmal die ganze Menge des Guten, die durch das Schenken alleine schon zustande kommt und dann auch die Menge des Guten, die durch das dortige Aufnehmen und Verwenden und nutzbar machen zustande kommt. Denn wenn man dem Dharma-Juwel oder dem Buddha-Juwel eine Aufwartung macht und Geschenke darbringt, dann hätte man zwar das Gute, das entsteht durch solche Geschenke darbringen, aber es wird von an der Gegenseite nicht in Empfang genommen und nutzbar gemacht. Und um noch einen zweiten Grund herbeizuführen, wenn es gelänge, dem Sangha, den Mitgliedern der Gemeinschaft, solche für Dharma üben günstige Bedingungen, also keine falschen Sachen, sondern nicht unzuträglich, sondern richtig günstige Bedingungen für das Üben des Dharma zu verschaffen, dann werden sich deshalb jene, die Dharma üben und bewahren, diese Dharma-Bewahrer, könnte man sagen, vermehren können. Und wo es mehr Dharma-Bewahrer gibt, ist auch die Lehre des Buddha, die befreiende Informationen in einem größeren, weiteren Umfang zugänglich, kann aufblühen und gedeihen, womit dann
die Erbfolge des Buddha, seine Hinterlassenschaft in ununterbrochener Weise bewahrt und am Leben gehalten wird. So, man könnte sagen, das ist wie die Familienlinie des Buddha, ist seine Erbfolge, ist seine eigentliche Familienstammeslinie des Buddha, wird dadurch ungebrochen weitergeführt werden können. Und aus all diesen Gründen ist es also gesagt, dass wenn man dem Sangha darbringt, Geschenke überreicht, sie fördert und mit dem Lebensunterhalt für das Üben von Dharma versorgt, dass dies die überragende Gabe sei. Sangha mit dharmagemäßer Lebensunterhalt und Förderung zu versorgen, ist die überragende Art und Weise, Gutes zu tun. Wenn wir also daran denken, dass zum Beispiel die Lehre des Buddha doch möglichst lange in dieser Welt verweilen soll, wenn es also unsere Sorge und Hoffnung ist, dass Dharma doch möglichst lange in dieser Welt verbleibe, dann eben wird es genau von großer, überragender Wichtigkeit, eben dem Sangha-Juwel seine Unterstützung zu geben. Und wenn es also jetzt darum geht, darüber zu sprechen, was bedeutet zu schenken, dem Sangha, dem Juwel, und unterstützen zu schenken. Und dann sind da eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich zwei Arten von jenen, die man dieser Gemeinschaft zurechnet, die man also als Dharma-Bewahrer ansehen könnte. Solche, die im echten Sinne die befreiende Information des Buddha-Dharma bewahren können. Und dann solche, die dem Anschein nach so vorgeben, es zu tun, aber es nicht im eigentlichen Sinne Dharma in ihrem Erfahren und Erleben umgesetzt haben. Aber beide müsste man an dieser Stelle gleichermaßen als von wichtig ansehen. Darüber könnten wir später noch ausführlicher zu sprechen kommen, und dies ist auch genau die Aussage von Mik. Und ich kann dazu eine besondere Erklärung noch geben, die auch auf Mithyo Dorje zurückgeht. So heißt es in Megidotis eigenen Instruktionen darin, der Lebens- und Befreiungsgeschichte zu folgen. Und auch in dem Kommentar von Sanje Paltrow heißt es, wenn man über den Zeitalter des Verfalls spricht und das, was hier darin alles an fünf Arten von Verfall, nämlich die Zeit des Verfalls, die Lebensspanne, die zurückgeht, die Sichtweise, die degeneriert, die verschiedenen, wie die Lebewesen selber degenerieren und die verschiedene Degeneration durch die verschiedene Art von Gemütsstörung und so weiter. Das nennt man auch die fünf Arten von Verschmutzung oder Vermüllung, die eintreten, so wie es aus dem Vimalakamitras Kommentar, dem Vinaya-Sutra, enthalten ist. Das heißt, es ist im Grunde jetzt eine schlechte Zeit. Wir sind in eine schlechte Zeit hineingeraten. Und wir haben die Schriften, die Worte des Buddha, die Schriften, die drei Körbe, wie es heißt, und Dharma, das übermittelt ist, durch eigenes persönliche Erfahrung, durch eigene Erkenntnis weitergegeben wird. Die verschiedenen Arten von Training, von Schulung, die in Lebewesen durchlaufen und so weitergegeben wird, die also sich wohl in jenen, die ordiniert sind und die nicht ordiniert sind, verbreiten. Und dann gibt es jene, die unter den Ordinierten haben wir denjenigen, die Bhikshus und Bhikshunis, und wir haben die verschiedenen Arten von Vorsätzen, die gefasst werden können. Und dann haben wir auch die anderen Repräsentationen der drei seltenen Kostbaren, der drei Juwelen im Sinne von Tempeln oder Statuen und so weiter. Wir haben Gegenstände, die wir als besonders wertvoll und wichtig bezeichnen. Aber in der Vergangenheit, in der Zeit von Mikyö Dorje zum Beispiel, und auch besonders in unserer heutigen Zeit, ist es so, dass viele Leute diese Dinge nicht als besonders oder wertvoll wichtig ansehen. Zum Beispiel in der Zeit von Mikyö Dorje. Da war oben drei, dass die haben sich die Leute nicht um die Tempel gekümmert und auch nicht um die Repräsentation der drei seltenen und kostbaren, die Gemeinschaft der Sangha, des ordinierten Sanghas, haben die verschiedenen Regeln des Zusammenlebens des ordinierten Sangha
Taten verfallen lassen. Manchmal sind sie sich an kriegerischen Handlungen beteiligt und das ist damals geschehen. Sprechen wir über die Gelbe Armee und wo die Mönche dazu geschickt wurden, in den Krieg zu ziehen. Das ist tatsächlich passiert. So etwas ist geschehen. Waren dann viele, die dann auf den Schlachtfeldern waren. Sie haben einfach den Sangha als Arbeitskraft benutzt. Die sollten eigentlich sich um Dharma kümmern. Die sollten Dharma üben. Und stattdessen wurden sie als Arbeitskräfte und gebraucht oder für Landwirtschaft oder sogar für kämpferische Handlungen aufs Schlachtfeld geschickt. Und zwar, wo sie ihnen Geschenke gegeben wurden, dann. Da war es damals nicht so, dass die Leute sehr wohlhabend waren. Da musste man damals für alle, die Geld zur Verfügung stellten, dann das tun, was diese Geldgeber einem auftrugen. Einige Leute haben also, um die Könige zufriedenzustellen, haben sie große Geschenke dargebracht und dann zu den. Und dann als Folge von diesen Geschenken haben sie dann das, was vernachlässigt, was tatsächlich an Gutem in Körpersprache und Bewusstsein zu tun war. Sie haben also abhängig von diesen Geschenken sich dann anders verhalten oder ihre Minister in dieser Weise beeinflusst. Und so war diese Zeit damals. Und ist nicht, dass dort in dieser alten Zeit keine Möglichkeit der Schulung, des Studiums oder der Übung war, aber sie haben es verfallen lassen, sie haben es verkommen lassen. Dass zum Beispiel die regelmäßigen jährlichen Zeremonien abzuhalten. Haben das abhängig gemacht von den Königen oder den Ministern. Sie haben viele dieser Gelegenheiten, auch die Tempel und die Orte verkommen lassen und verschwendet. Und sie haben also Dinge an sich genommen, die dort waren und haben sie einfach verwendet, haben Klöster zerstört. Viele Kämpfe gab es zwischen den verschiedenen Lehrrichtungen. Sie haben gegenseitig ihre Felder weggenommen, haben ihr Geld genommen, ihre Tempel zerstört, haben die besseren Waldstücke den anderen gestohlen und haben das ihre eigenen Kloster zugeordnet und dort verwendet. Also vergessen einfach mal das, was mit Dharma zu tun hat. Selbst im weltlichen Sinne war das eine unglaublich schwierige Zeit, Leute zu finden, die unparteiisch waren oder nicht parteiisch handeln wollten. Dann jemand zu finden, der andere als wichtiger als sich selber ansieht oder Bodhicitta sogar im Herzen entstehen lassen würde, war zu dieser Zeit außerordentlich schwierig zu finden. Das war die Zeit von Mikkel Dorje. Unglaublich traurig, diese Zeit so zu sehen. Aus diesem Grund hat Mikkel Dorje selber wenn er sah, wie die Lehre des Buddha dort dem Verfall preisgegeben war, hat all diesen Verfall, den er beobachten konnte, als Anlass genommen, noch größeren Herzensmut zu entwickeln und einen Entschluss und so großes Mitgefühl, dass er keine Zeit vergeudet hat. Hat niemals Zeit verschwendet, in Trägheit sich verfangen. Er hatte diesen großen, tiefen Entschluss und diese Herzenshingabe, dass er zu jedem
Zeitpunkt etwas unternahm, um der Lehre des Buddha, um Lebewesen von Nutzen zu sein. Unter all den vielen Dingen, die er tat, um solcher Art hilfreich zu sein, war die beste Art und Weise, die er als hilfreich ansah, war aus eigener Sicht, dass er den Dharma des Buddha in richtiger Weise, so wie gelehrt, selber zur Anwendung brachte. Wenn man in der Lage ist, den Dharma des Buddha selber in eigenes Erfahren umzusetzen, wenn man solcher Art zu echten Dharma erfahren und erleben fähig ist und von allem ablassen kann, was in dem entgegensteht, und all die Geistesverwirrung und Gewissverstörung damit loslassen kann, dann würden Leute natürlicherweise diesem Beispiel von Vorbild von Mikyö Dorje folgen können. So war seine Ansicht. Und sie würde andere inspirieren dazu, in echter Weise damals zu leben, um ein Beispiel zu geben dafür, was der Buddha selber sagte. Das ist ein Zitat des Buddha selber. Sagen, meine Schüler, die Dharma üben und in richtiger Weise durchführen, werden dann, wenn in Zukunft da Hunger und Durst und Hungersnöte sind, und wenn man da nirgendwo, selbst für der Größe eines Daumennagels, kein fruchtbares Land findet, um etwas anzupflanzen, und nicht einmal Material als Samen hat in der Größe eines Fingernagels, um das dort anzupflanzen, dann werden selber diese, meine Schüler, die in richtiger Weise Dharma üben, niemals ohne Nahrung und Speise sein und dem Hunger leiden müssen. Sie müssen nicht darüber sich Sorgen machen. Sie müssen niemals die Sorge haben, in der Zukunft ohne Verpflegung zu sein und keine Bedingungen zu haben. Weil der Grund dafür ist, wenn selbst menschliche Wesen in der Lage sind, solche also richtig Dharma zu üben, dann werden alle die Ortsgottheiten und die Götterwesen, die sie mit allem Notwendigen zum Lebensunterhalt versorgen. In anderen Worten gesagt, wenn man Dharma in richtiger Weise übt, dann braucht man sich keine Sorge darum zu machen, zu erfrieren zu müssen oder Dharma in eigenem Leben tatsächlich umzusetzen bedeutet, dass wir nicht viel Gedanken, Sorgen, Zweifel über unsere Zukunft nachhängen müssen. Das ist im Grund die 29. der guten Taten, hiermit beschrieben. Und was sich dem anschließt, ist die 30. gute Tat. Wenn wir die 30. gute Tat jetzt einordnen wollten im Begriffen der Gliederung, die ich gegeben habe, dann das ist die 5. Abteilung. Wir sich dem in dem widmete, was tatsächlich fruchtbar ist und ein gutes Ergebnis bringt. Was tat er unter Name in dieser Weise, um Fruchtbares zu geben? Der Grundtext heißt hier, der Lehrer hat selbst die Handlung des Guten gepriesen und das in der Zeit der letzten 500 Jahre der Lehre und für das Wohl, das bloß die, habe jetzt hier einen Fehler gemacht, das war die 29. und nicht die 30. Tat. Da gab es einen Schreibfehler, also zeigen wir es noch einmal. So, das ist die 30. gute Tat.
Also der Lehrer selber hat dir gute Tun auf großartige Weise gepriesen, sodass in den letzten 500 Jahre seiner Lehre, bloß für damit wenigstens die Lehre des Buddha zu überdenken sein könnte, habe ich mich dafür verwendet, für den Sangha der Gelehrten und der Übenden einzutreten. Und auch dies, denke ich, ist als meine gute Tat vollbracht. So, in dem Kommentar von Sanje Paltrow zu diesem Lebens- und Freiheitsgeschichte heißt es dazu, was sind die letzten 500 Jahre? Das bezieht sich auf die Gesamtdauer der Lehre des Buddha, wie lange sie überhaupt in dieser Welt verbleiben würde. Und da gibt es darüber unterschiedliche Ausführungen in den Sutras und Tantras, wie lange die Lehre des Buddha in dieser Welt verfügbar sei. Im Vinaya heißt es dazu, dass diese Lehre für 1000 Jahre verfügbar sei. Aber es sagt niemand etwas über 5000 Jahre. Das ist die tibetische Lehre. Da gibt es auch das Sutra des Maitreya, ist auch in dem Kangyo enthalten. Ist wahrscheinlich nicht in dem Derge Kangyo, aber dem anderen Kangyo ist es darin enthalten. Da gibt es den Sutra des edlen Maitreya, wahrscheinlich durch den Sakyapandita übersetzt und ein Haribhata-Kommentar. Und darin, in diesem Kommentar heißt es, dass die Lehre des Buddha für 5000 Jahre verfügbar sei. Was heißt denn, die 5000 Jahre verfügbar zu sein? Das ist in vier Hauptabschnitte unterteilt. Und dann die erst haben wir drei Perioden, die des Ergebnisses gezeichnet werden, der Frucht oder des Heran, der Reife. Jede von diesen drei Perioden dauert 500 Jahre, das sind 500 Jahre. Und dann gibt es drei Perioden, die der Schulung, des Üben und zugeordnet sind, die zusammen 3000 Jahre dauern. Und dann gibt es, sind wir bei 4500. Und danach gibt es die drei Zeiteinheiten der drei Körbe, das sind Sutta, Vinaya Sutra und Abhidharma, und für jedes mit 500 Jahren. Und das macht alles zusammen. Dann sind wir bei 4500, 3000 plus 1500. Und dann gibt es noch die 500 letzten Jahre, wo es einfach nur noch um das Tragen der Roben geht. Und so lange, das sind dann zusammen 5000 Jahre, würde die Lehre des Buddha verweilen. Was ist damit gemeint? Was ist der Unterschied hier zu sagen, die Lehre des Buddha ist vorhanden oder nicht? Im Sinne des Vinaya heißt es dazu, wenn die Handlungen, die Rituale der Handlungen noch durchgeführt werden oder nicht mehr durchgeführt werden, dass es davon abhängig sei. Darin heißt es unter Uttara Granta, die Frage, das heißt, Ehrwürdiger, wie lange wird der echte Dharma verfügbar sein und wann wird er verschwinden? Und die Antwort ist, also praktisch die Frage war, wann können wir noch davon sprechen, dass es echter Dharma, echte befreiende Information, die zur Verfügung steht, oder wann ist das verschwunden? Und die Antwort, die der Buddha darauf gab, heißt, sie heißt im Sutra-Text, darin heißt es, Upali, solange diese Handlungen, die Rituale der Handlungen noch durchgeführt werden, solange, wenn sie durchgeführt werden oder wenn sie nicht mehr durchgeführt werden, dann ist der echte Dharma verschwunden. Und wir meinen hier insbesondere die Rituale der drei grundlegenden Handlungen. Und das heißt nicht nur, dass sie durchgeführt werden, sondern dass sie auch mit tiefem Herzensinteresse, mit Ernsthaftigkeit durchgeführt werden. Und dass die Leute eine Begeisterung haben, sie diese Rituale, diese Verfahren durchzuführen.
Und wenn sie aber nicht mehr durchgeführt werden oder wenn sie nicht mehr mit Ernsthaftigkeit durchgeführt werden oder kein Interesse mehr daran besteht, sie durchzuführen, dann könnte man sagen, in diesem Sinne, dass die Lehre des Buddha verschwunden ist. So heißt es in dem Vinaya-Ausführungen. Aber heutzutage, wenn wir über die letzten 500 Jahre sprechen, wo sind wir dann jetzt? Wo sind wir dann innerhalb dieser 5000 Jahre? Da gibt es viele verschiedene Erklärungen, die man darauf anwenden könnte. Es ist in jedem Fall über 2500 Jahre her, dass der Buddha in dieser Welt erschienen ist. Und wann er tatsächlich geboren wurde, ist nicht etwas, was wir mit hundertprozentiger Klarheit zeitlich festlegen können. Wir können es nicht mit letztlicher Klarheit bestimmen, aber es ist grundlegend etwa über 2500 Jahre her. Also in Begriffen dieser Entwicklung, von der Zeit an bis von als Buddha in Parinirvana ging, sind 2500 Jahre verstrichen und in diesem Sinne. Und dann gibt es einige Lehrer, die sagen, wir sind in den letzten 500 Jahren. Aber wenn wir bereits nur 2500 Jahre zur Verfügung haben, die ja verstrichen sind, dann ist das noch nicht die letzten 500 Jahre in dem 5000 Jahren gesehen. Aber wie auch immer, das soweit ich darauf eingehen möchte. Und jetzt, wie auch immer, jetzt seien wir in die letzten 500 Jahre gekommen. Dann, das sind zum Beispiel mehrere letzte 500 Jahre, die 500 Jahre der Frucht oder der Reife, die 500 Jahre des Übens und die 500 Jahre der drei Körper. Das heißt, die letzten 500 Jahre heißt nicht notwendigerweise, dass es die letzten 500 Jahre von der gesamten Periode der 5000 wären, in der Lehre des Buddha in dieser Welt anwesend ist. Nämlich die, wo nur noch das Tragen von Dharma-Roben überhaupt noch eine Rolle spielt. Wie auch immer, wenn wir jetzt sagen, wir sind in dieser Zeit der letzten 500 Jahre angelangt, welche auch immer, dann im Sinne dieses Kommentars hier, dann versteht er so, dass es die letzte Periode sei, worin nur noch das Tragen der Robe überhaupt eine Rolle spiele. Und wie auch immer, es sagt, das bloße Nachdenken über die Dharma-Information zu ermöglichen. Da reden wir gar nicht von dem echten, wahrhaftigen Dharma-Information, sondern wir reden nur darüber, dass man das, was nur sie noch nicht einmal den Regeln folgen oder nicht einmal die Roben tragen und so weiter, sondern sich miteinander in Kämpfe verwickeln. Und da, wo Menschen dem Sangha Geschenke machen, und dann sollten sie eigentlich an der Stelle Widmungen machen. Und dann wissen sie noch nicht einmal, was die Worte, die Begriffe der drei Juwelen sind, weil sie das nur einmal im Jahr vielleicht überhaupt durchführen. Sie wissen überhaupt nichts mehr mit diesen Begriffen mehr anzufangen. Und wie auch immer, ihr Geist und Gemüt erfüllt ist von Störungen und darunter die drei seltenen und kostbaren in Vergessene gerade. So sagt Mithridatta, ist die jetzige Situation, in der wir angelangt sind. Und Mithridatta war jemand, der alle Kommentare der verschiedenen Überlieferungslinien der Kagyu-Meister studierte und dachte, der Buddha, Bhagavan, hat gesagt, das in der Zukunft. Es wird es eine Zeit geben, in der nicht nur die echte Lehre des Buddha, also befreiende Information des Dhamma zur Verfügung steht, sondern nur eine bloße Spiegelung davon, so wie eine Abbild, eine Spiegelung, eine
Aber alleine dem, selbst wenn da nur noch ein Abbild davon verfügbar ist, so wie eine Widerspiegelung, dann liegt darin noch ein großer, großer Nutzen, eine Ansammlung des Guten. Und obwohl die Leute nicht mehr echte Dharma-Übende sind, sondern nur so aussehen, als ob sie Dharma-Übende wären, sie sollten aber die eigentlich dem Dharma sich widmen. Dass selbst diese bloße Abbild und die Spiegelung, ist es sehr wichtig, dass selbst dieses noch in richtiger Weise weitergegeben werden kann. Und wenn man das tut, dann ist darin kein größeres Gutes, das anzusammeln wäre, als genau auch dieses noch aufrechtzuerhalten. Und der Grund dafür ist, dass selbst wenn man nicht in der Lage wäre, tatsächlich die echte befreiende Information umzusetzen und in Erfahrung zu bringen, aber man könnte dazu beitragen, etwas zu tun, um dass in anderen die Gefühlswallungen und Gemütsverstörungen abnehmen oder sich vermindern. Und etwas tun, was in Einklang wäre mit der Auffassungsfähigkeit der Lebewesen. Aus diesem Grunde hat der Buddha selber gesagt, dass wenn man den Dharma nicht in richtiger, echter Weise ausführen könnte, dann wir nicht in der Lage wären, als die Regeln der verschiedenen Ordinationen einzuhalten. Und dann, wenn man die gesamte Kontinuität aufrechterhalten kann, liegt darin ein großes Gutes, so hat der Buddha es ausgedrückt. Und Gujarat Mädchen Dorje ist gesehen und hat Kshetras errichtet, hat Orte errichtet, in denen die drei Arten von Schulung gelehrt werden. Selbst wenn sie nicht in der Lage wären, sie in wahrhaftiger Weise umzusetzen und in Erfahrung zu bringen, dann, oder so, wie es in eigentlich dem Sinne der Lehre notwendig wäre, selbst wenn sie dazu nicht fähig werden, großartige Klöster zu errichten und so weiter, dann ist es trotzdem von großer Wichtigkeit, ein Verständnis davon zu haben. Und so hat er versucht, eben Klöster zu errichten und hat mit all dem ausgestattet, was sie in weltlicher Hinsicht und im Dharma-Sinne benötigen würden. Welche Deutsche hat selber mit vielen verschiedenen Lehrern studiert. Er hat darüber hinaus, um anderen zu helfen, hilfreich zu sein, viel Dharma gelehrt. Und seine Schüler sind in verschiedene Gegenden gegangen, verschiedene Klöster, haben verschiedene Gemeinschaften, Sangha-Gemeinschaften begründet. Wiki Dodje hat diese mit Unterstützung versehen, diese Studiengruppen und diese Klöster, hat viele Statuen errichtet, viele Repräsentationen von Buddha Dhamma. Ja, so heißt es in deiner Lebens- und Freiheitsgeschichte, aber eine dieser Klöster gibt es eine in seiner Schriften, eine Liste all der Dinge. Und diese Liste kam auf die Bitte zustande eines Schülers, der ihn bat, seine Taten aufzuschreiben. Und er hat das dann aufgeschrieben, diese Liste seiner Klöster, die er errichtet hat, und die Repräsentation von Körpersprache und Bewusstsein des Buddha, die er hat errichten lassen. Und da gibt es und auch seine Texte, die er verfasst hat, wie das große Fest der Gelehrten, eine seiner wichtigen Texte. Und darin gibt es auch Beschreibungen, wie viele Statuen er errichtet hat. Um da ein Beispiel zu geben und nicht nur ganz allgemein zu reden, dass in dem Fest für der Gelehrten, diesem Text heißt es, das sind viele, viele neue Klosteransiedlungen, die er begründet hat.
Zum Beispiel der König von Chan hat das Kansa Chudi gesponsert und dann hat ein Kloster begründet. Dann gibt es noch einmal Löntem Wangchuk, der ein Kloster begründet hat. Ngudru Wangchuk und Sundam Namjal haben neue Klöster begründet. Und dann in Kalapa, Kalakampa, auch ein neues Kloster. Und dann, was im ursprünglichen Treo sich befindet, Kongbu. Das ist eine Gegend, jedenfalls in der Nähe von Kam. Kongbu-tse heißt es. Ein großes Kagyu-Kloster. Und viele, viele Klöster. Ich brauche die nicht alle hier im Einzelnen aufzulisten. Zu jener Zeit jedenfalls hat Miki Dorje viele, viele Schüler und Sponsoren gehabt, um solche Kama-Kagyu-Klöster zu errichten. Und insbesondere hat der König von Zhang 500 Klöster neue Mönche nach Zentral-Tibet geschickt, jedes Jahr. Und dann, wenn man darüber spricht, wer hat ihm geholfen, das zu fördern, was waren seine Gönner und Sponsoren, um diese Sachen zu errichten, dann sind es diese. Das sind die Klöster, die ich hier auch schon erwähnt habe, die von seinen Schülern oder seinen Sponsoren errichtet wurden. Und dann gab es die welche, die Mitya Dorje selber begründet und unterstützt hat, wo er sie ihnen selber den eigenständig die finanzielle Unterstützung gab. Das sind einige darunter, die Shedras sind. Das ist hier ein aus der Liste der Dinge, die er erfüllt hat. Gab es also eines daran, 250 Mitglieder, Kama Gatsal Shuling hatte 120 Mitglieder des Sangha, ein Topgyal, Kama Vinayas Zentrum, eine Shedra mit 150 Mitgliedern und 250 Sangha-Mitglieder. Kama Gyumeling, Wabu Gugur, das ist in einer anderen Gegend. Eine Gugur-Gegend. Das ist ein Kloster, das heißt Kama Gyumeling. Darin heißt nicht, wie viele Mitglieder es hat. Dann gibt es einen Platz, der heißt Dagbu Sherabling. Und in dem Shedra, ein Lehrinstitut, der wo Sutra und Tantra zu lehren war. Und das hatte 300 Mitglieder des Sangha. Das sind die dauerhaft hier aufgeführt sind als Lehrinstitution begründet. Dann gibt es ein anderes, ein Gantenling-Kloster, der ist auch ein Shedra war, ein Lehrinstitut mit 300 Mitgliedern. Und dann Tongkorinchenling, das heißt nicht, wie viele Mitglieder darin waren. Und dann gibt es dieses, ein großes Zeltlager. Dann gab es ein oberes, ein unteres und darin gab es solche, die Mahamudra übten oder die sechs Yogas übten. Das ist die Gruppe, die sie organisiert. Dann gab es diese andere, Angu Yariva mit 50 und Suriba hatte 100 Übende.
Vielleicht kann ich da etwas später dazu sagen. Und dann gab es in Kongo ein Essen mit über 200 Mitgliedern und Tsakong, ein neues Klausurzentrum mit 100 Mitgliedern, Kongo und Nagpur, ein Retreatzentrum mit 100 Sangha-Mitgliedern, auch in Kongo angesiedelt. In Yame gab es ein Klausurzentrum mit 150 Mitgliedern. Und in Churi ein neues Klausurzentrum in Yariwa und Shamari. Dann gab es das war die Hauptorte und dann gab es dann so die nachgeordneten Plätze von nachgeordneter Wichtigkeit. Und da gab es auch ein Yangri-Klausur, von diesem Ableger. Da gab es ein tantrisches Lehrinstitut und im großen Zeltlager gab es auch dann die verschiedenen Übungsplätze, wo Übende sich versammelten, die mehrere hundert in der Zahl. Sie hatten aber auch ein monastisches Lehrinstitut als einen Teil davon. Und so gab es eben auch dann noch einen Shetra, ein Lehrinstitut, was hauptsächlich dem Lernen von Tantra gewidmet war. Und ein Platz darin, wo es möglich war, die Sutra-Texte, die Sutra-Unterweisungen zu lernen. Und dann konnte man also an dieser Stelle, in diesem Zeltlager, anstatt verschiedene herumzuziehen, in diesem Zeltlager selber einfach die verschiedenen Lehreinrichtungen stattfinden lassen. Das war also ein sehr. Dann gab es in Shogang in Kambo auch ein tantrisches Lehrinstitut mit vielen Sangha-Mitgliedern. Wenn man auf solche Lehrinstitute und auf solche Orte des Übens schaut, die er begründet hat, hat er für all diese die Quellen, die Unterstützung zur Verfügung gestellt. Das heißt nicht, dass er selber tatsächlich begründet hat und noch selber das Geld gab, aber die meisten hatten auf jeden Fall mehr als über 100, mindestens 100 Mitglieder. Was es auch heißt in dem Fest der Gelehrten genannten Text, das Migi Deutsche. Wo immer er in der Lage war, solche Kamakagi-Klöster zu errichten, dass auch die Lehre der Kamakagi-Überlieferungstradition sich vermehrte und dass da eine Prophezeiung war, dass die Lehre des Kamapa sich verbreiten würden. Das war in der Zeit, wo Migi Dorje erschien. Vorher, da schreibt jemand, dass in Zhang gab es eigentlich gar keine Kamakagi-Überlieferung und erst als Migi Dorje dort eintraf und selbst unter seinen früheren Inkarnationen war das bisher in Zhang nicht der Fall, aber als Migi Dorje kam, dann hatte sich das geändert. Und das war also der Zeitpunkt, wo dort zuallererst in Zhang die Lehre des Kamakagi verfügbar wurde. Und so gab es also einen großen Zuwachs an der Zahl von Klöstereinrichtungen. Und so als ob
Wenn man alle diese zusammennehme, dann geben sie zusammen noch eine noch größere Kraft. Wenn man es vergleicht mit Kamapakti in den alten Tagen, er sagte, und da gab es die vielen Texte, die alle die technischen Aspekte der Tantras übersetzt haben, so 400 Schriften dazu, wie auch immer, so ein Zeitpunkt. Später waren nur noch 16 Schriften von Kamapakti überliefert von Mikil Dorje sind auch über 30 Schriften noch vermittelt. Insofern heißt er einer derjenigen unter den Kamapas, der die größte schriftliche Aktivität entfaltet hat. Er hatte viele Schüler darunter, die alle ihre weltlichen Belange aufgegeben haben und ihre Schulung des Dharma vervollkommnen konnten. In diesem Sinne auch hatte, was das Üben anbetrifft und solche, die tatsächlich in Übung eher die etablieren konnte, hatte einen großen Wirkungsradius. So viel ist da beschrieben in dem sogenannten Fest der Gelehrten. Und darin, man in seinen gesammelten Schriften nachschaut und diese Liste seiner erfüllten Taten sieht, die Zahl der Lehrer, mit denen er studierte, die Lehren, die er selber erlernt hat und wie viel selber er dann an Lehrunterweisung gegeben hat und wie viele Schüler er versammelt haben konnte und auf die Qualitäten, die in jedem dieser seiner Schüler er hat anregen können. Und in seinem Liste der seltenen und kostbaren, der drei Juwelen, hat er darüber alles im Einzelnen Rechenschaft abgelegt. Wenn wir genügend Gelegenheit haben, Megijoji Schriften und sein Gesamtwerk zu lesen, dann wäre das sehr gut. Megijoji selbst hat so viele Kakyamonist-Klöster, dass viele ihn kritisierten und sagten, das Einzige, was er tun kann, ist, um die Katya-Lehre zu vermehren, ist solche hübsche Klöster zu erzeugen. Er sollte eigentlich etwas dafür tun, für alle Lehren des Buddha zu fördern. Er hat sich aber nur mit den Kamakamsang-Lehren befasst. Das heißt, dass er eine unreine Art des Sichtens und des Handelns gepflegt habe, sagten die Kritiker. Aber was sein Schüler Sanchi Paltrup sagt, wenn Leute solche Art über ihn reden, dann denken sie im Kern nur über ihre eigene Sekte und Tradition. Und was heißt das, wenn sie Megijoji vorwerfen, er habe sich nur um seine Linie gekümmert? Er hat alle Lebewesen als seine Mütter aus früheren Lebzeiten angesehen, als seine gütigen Mütter. Wenn er alle Lebewesen dieser Art ansieht, dann hat er niemals den Unterschied gemacht, die einen als Freunde oder als Feinde anzusehen, sondern sie alle waren unterschiedslos, ohne nah und fern seine Freunde und seine früheren gütigen Mütter gewesen. Heutzutage ist es so, dass einige Leute handeln aufgrund von Zuneigung und Abneigung und eigentlich einen Groll hegen gegen die Lehre des Buddha. Einige zerstören Tempeleinrichtungen oder die Verkörperung von Buddhas Sprache, Körpersprache und Bewusstsein. Und
Und natürlich wäre es schön, wenn die echte Lehre des Buddha zugänglich wäre, aber selbst wenn das nicht mehr möglich sein sollte und es ist nur noch ein Abbild davon, ein Abglanz davon da, dann ist es auch wichtig, selbst diesen Abglanz noch aufrechterzuerhalten. Und das war das, was er versuchte zu jener Zeit. Er hat nicht das nur, er hat den Gedanken getan, seine eigene Lehrrichtung zu fördern, sondern diese, das alles, das eine Lehre des Buddha war. Wenn man auf die Lehre aller Buddhas und Bodhisattvas schaut, dann ist es genau so, wie sie gehandelt haben. Zum Beispiel alle die verschiedenen Lehren, die in Tibet verfügbar waren. Allein wenn man nur auf Tibet schaut, dann sind alles diese jeweils die Lehre des Buddha, die dort von großen Bodhisattvas und Lehrern vermittelt wird. Und sie sind alle jeweils damit betraut, ihre eigene Lehrtradition weiterzuführen. Und wenn wir uns damit beschäftigen, die unsere eigene Lehrtradition am Leben zu erhalten, dann gibt es von außen immer welche, die dann sagen, der kümmert sich ja nur um seine eigene Lehrstil. Aber tatsächlich hat sich jener damit befasst, die Lehre des Buddha, die befreiende Information, aufrecht und verfügbar zu halten. Und das ist etwas, was wir tatsächlich tun müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese echte Lehre des Buddha verfügbar bleibt. Und das nicht nur für einige oder jene zu tun. Wenn wir uns aber dann ergehen in Bewertungen, dass die einige tun, das in der richtigen Weise, die anderen nicht und so weiter, dann ist das wieder nur eine Frage von Zuneigung und Abneigung. Dann verfallen wir in diese Art von Parteilichkeit. Ich habe gedacht, dass wenn wir Zeit hätten, in den nächsten Tagen, dann haben einige Leute damals so über ihn geredet, aber Mitya Deutsch hat am ersten Teil seines Lebens in Zentraltibet und Kham viele Klöster begründet. Heutzutage sehen wir diese Klöster nicht mehr, die Mikyo Dorje begründet hat. Wir können sie jetzt nicht mehr finden. Wir hören nicht mehr darüber, über solche Klöster, die von ihm begründet waren. Was ist mit denen geschehen? Da ist viel an Geschichte vorübergegangen, an Geschichte in Tibet. In all dieser Zeit sind viele der Klostereinrichtungen, die Mikyo Dorje begründet hat, im Laufe der Zeit Veränderungen unterworfen gewesen, viele nicht mehr auffindbar. Und selbst wenn sie noch auffindbar sind, ist die Situation dort eine andere geworden. So, wenn wir also noch etwas Zeit haben in den nächsten Tagen, dann spreche ich über einige von diesen Einrichtungen, was damals geschehen ist und wie ihre Situation zu der damaligen Zeit war, das euch einen Eindruck geben kann, ein erweitertes Bild der Situation, die wir hier sozusagen im Sinne von einer weiteren Bildung unserer selbst hier zur Kenntnis nehmen könnten. Wir haben jetzt also 20 Minuten und Pause und danach treffen wir uns wieder. Hier ist eine Rezitation der Tara.